Wir fügen uns. Okay. Nett, dass wir auch Notizen hier sammeln können. Warte mal, hier hatte ich doch irgendwo... Genau, hier hinten hatte ich hier noch eine gesehen auf der Minimap. Ah, hier vorne. Zack. Haftnotiz 17. Da unsere Werkzeuge, genetische Ausdrücke, unsere mentalen und kulturellen Aktivitäten sind und wir Ausdrücke ihrer mentalen und kulturellen Aktivität, muss daraus zwangsläufig folgen, dass diese Welt, wie sie jetzt ist und jemals sein wird, ein Ausdruck des ersten Willens ist. Ein Ausdruck ihrer Anstrengungen. Oh Mann, Nase juckt. Entschuldigung, Nase juckt. So. Und daher nicht uns gehört, sondern ihnen. Die Drähte und die Kabel, die Datennetze, die jetzt kreuz und quer über den Globus verlaufen, gehören ihr. Sie müssen zu ihrem Körper und ihrem Verstand werden. Ja, okay. Die Frage ist, wer ist ihr? Oder sie? In der Hinsicht gesagt. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Ah, okay. Ich komme hier nicht rein. Das ist hier doof. Das ist doof. Aber okay, folgen wir ihr erstmal und fahren erstmal zum Chef, zum CEO. Ja. Okay, CCO. Nicht CEO. CCO. So, 15. Etage. CCO. Hallo? Hi. Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Schöne Aussicht. Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Erinnert ein bisschen an SimCity. Zumindest, wenn man so baut, ne? Also. Da. Oh, schick. Ja, guten Tag. Bonjour. Gehen Sie rein. Er wartet Sie schon. Okay. Ich gehe schon mal rein. Schick. Nettes Ambiente. So. Speichern. Das ist schon mal gut. Ah, telefoniert gerade. Boah, ich glaube, ich würde mir so ein Büro auch so geil einrichten. Aber diese Aussicht, Leute, diese Aussicht. Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen. Na, was haben wir denn da schon? Das ist er. Unser CCO in Production. Abstergo Entertainment. Ja. Telefonier mal zu Ende. Wir besprechen das alles bei der Aktionärin. Meine Güte. So. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Dann warten wir mal eine Runde, bis er da fertig ist. Während Zombies weiterhin beliebtes Thema der Entertainment-Welt ist. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée.
Okay, dann gehen wir mal wieder an unseren Arbeitsplatz. Oh, dieses Büro sieht aber auch stylisch aus, finde ich. Echt so richtig stylisch. Hm. Da hinten ist noch eine Nachricht, sehe ich gerade. Oh, diese Bilder sind auch cool. Meine Herren. Okay. Ja. Schauen wir mal. Kurz. Hier. Okay, das. Da habe ich gerade selber nicht die Ahnung, was ich da mache. Okay, erstmal hier die Nachricht. Haftnotiz 19. In das Grau. Die digitale Grenze. Die Singularität der Raum, in dem sie sich aufhalten, der sowohl aus Licht als auch aus der Verkörperung der Dunkelheit besteht. Wir nennen es das Grau. Sei es, dass wir Instrumente ihres Willens sind, Instrumente des ersten Willens, des ursprünglichen. Oh Mann, diese Nase. Ursprünglichen Willens. Wir übermitteln das Credo der Welt, dieses Credo. Hm, Credo? Wer weiß, Assassine? Hm? Also Abstergo könnte eigentlich beide Seiten sein. Entweder wirklich Assassinen oder wirklich Templer. Wenn man es jetzt mal so rein theoretisch nimmt, ne? Wenn diese Haftnotizen natürlich da sind, nach diesen geht, ist es eigentlich zweideutig, weil im Grunde, es kommt zwar rüber, als wären es Assassinen mit dem Credo und so, aber irgendwie kommt es auch rüber, als wäre das so leicht Dings, halt leicht Templer-mäßig. So, jetzt kriege ich hier Zugang gleich. Ah, Tür zu. Ja, hi. Bräuchte mal Tür. Ja, danke sehr. So, da habe ich auch noch eine Tür. Mal kurz umgucken, bevor ich da was mache. Weil, wer weiß. Da hängt zum Beispiel wieder eine Notiz. Zack. Haftnotiz 12. Die heutigen Abstergo-Templer-Betrüger haben sich primitiven Praktiken verschrieben und behaupten fälschlicherweise, dass Männer und Frauen feinfühlige, vernünftige und empfindungsfähige Wesen an und für sich sind und daher Sättigung und Bequemlichkeit und Unbekümmertheit bei gleichzeitiger Vergnügung verdienen. Nichts könnte falscher, kranker sein als ihr ekelhaften, verlogenen Bastarde. Ja, das zeigt schon wieder, diese Nachricht sagt schon wieder so, Abstergo ist Templerverein. Also, ich weiß auch nicht, wer diese Haftnotizen hier andauernd verteilt. Vielleicht ist es ja auch extra jemand, der sagt hier, komm, machen wir da mal die, sorgen wir hier mal für die ganzen Notizen. Und dass da jemand die findet, entschlüsselt und dementsprechend auch liest. So, hier sollen wir uns anmelden. Machen wir mal schnell schon. Ach du Scheiße. Und das? Ne, Kugel. Ja. Okay, Sp-
Spieler-Avatar, Blocker, Wahrscheinlichkeit der Endlosschleife. Bewegen in eine Endlosschleife rund um die Kugel. Okay, bewegen Sie die Daten einmal in bestimmte Richtung. Okay. Ja, okay, so nicht. App. So, ja, so. Ah, okay. Das. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Hä? Zack. 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 Ah, jetzt hab ich's. Okay. Kernzugriff gewährt. Extraktionssequenz eingeleitet. Kern durchbohrt. So. Da Post Mortem Report Subjekt 17. Das mit Mars Subjekt 17. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten. Was machen die denn da? Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Obduktionsbericht, Subjekt 17. Ein Team zur Probeentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zur Nutzung von Sample 17 Projekt eingesammelt wurden. Okay. Subjekt 17 ist ja das mit Miles. Mal kurz gucken im Dings, da war irgendwas. Naja. Es ist ja... Strange, sage ich jetzt mal. Weil im Grunde, er ist ja in der Hinsicht tot. Sie haben ihn dementsprechend Haare, Blut und sonstigen Kram abgenommen, sage ich jetzt mal. Und haben dementsprechend diese DNA genutzt, um an die Erinnerung ranzukommen. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Okay. Kurier ist weg. Und ab zum Arbeitsplatz. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Du hast deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß. Sample 17. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17.
Support in die zweite Etage, ja. Okay. 17. Moin. Hey, was geht ab? Okay, dann setze ich mich wieder an meine Workstation. So, und rein ins Geschehen mal wieder. Oi, wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward, doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Oh Mann. Da gab's Zoff. So, aufwachen. Great, in Najua 1716. März 1716 müsste es sein. Er braucht heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Okay, folgen wir ihr mal. Oder? Ah, da hinten ist der Aussichtspunkt. Das würde ich erstmal gerne machen wollen. Oh, okay. Ich muss erstmal folgen. Ist natürlich doof. Aber okay. Dann folgen wir erstmal. Schnell, 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 schnell. Ach, bleib doch mal stehen. Meine Fresse. Ich hab keinen Bock, jetzt dir so nervig hinterher zu rennen. Ah, hier wo der Scharfschütze war. Der Scharfschütze. Scharfschütze, ne? Das ist mir schon klar, aber... So ein kleiner Insider. Für Witz. Mit dem Scharfschütze. So. Hey. Inka-Ruin. Maya. Maya-Ruin. Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Na, klettern wir mal darauf. Hep. Interagieren. Ja, ich kenne das. Oh, so, das heißt, der muss so gedreht werden. Stück hier noch so. Sehen und Formen hören. Ha, direkt unter diesen Steinen. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Graben. Zack. Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. So, jetzt sehen wir auch mal hier auf der Karte, die ganze Karte erstmal
und wo halt die ganzen Sachen versteckt sind, diese ganzen Maya-Steine. Ich hab hier noch etwas gefunden. So, jetzt wollen wir Kit. James Kit. Weiter. Na. Truhe. Das muss sein. Truhe muss sein. Die lasse ich bestimmt nicht liegen. Great in Nature. 2 von 10 Truhen. Okay. Hey, nett. Ein Schmuggler. Versteck. Ist ja nett. Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und Sie hier? Oh, ist ja nett. Oh, die Treppe. Wo die wohl hinführen mag. So, dann kann ich die Truhen öffnen? Nee, ne? Nee. Okay. Gehen wir mal die Treppe. Ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. So. Oder den Fürst der Finsternis. Schick. Also das gefällt mir. Schon mal kein guter Anfang. Das war anscheinend ein Templerbereich. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer 1. Ja, Nummer 1. Noch 4 weitere und dann. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese 4 Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. So, okay. Jetzt sieht man, wo überall die Templerjagden sind. Also die Jagd nach Templern. Dementsprechend sind die ja schon mal sind die ja schon mal gut zu finden, ne? So. Haus gefällt mir, ist nice. So, mit Captain Kid treffen. Okay. So, ich gehe aber hier nur noch hoch. Ey! Na, komm. Ah, Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen. So, denn wir sind langsam am Ende der Folge angekommen. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Aufnahme wieder ein. Ja, lasst gern mal erstmal synchronisieren lassen. So, lasst gern mal ein Abo hier, lasst gern mal ein Like hier, je nachdem, ob ihr wollt oder nicht natürlich. Denn ihr wisst, ihr könnt, ihr müsst nicht. Würde mich aber sehr freuen. Tschüss, ciao, euer Livers. Hearties, it's time to begin to tell the story of a man who sailed into battle for glory and metal, slaying all those in his path. Now we're sailing over ocean.